Ein tierisches Hallo. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Es sind ja schon mittlerweile viele Unboxings hier auf diesem Kanal passiert. Und wir sehen immer wieder mit großer Freude, wie aktiv ihr denn seid beim Schauen dieser Unboxings. Und deswegen lassen wir uns nicht das lumpen und packen auch mal das größte Projekt, was es bisher bei Aquantouristik TV gab, zusammen mit euch aus. Und zwar geht es um dieses wunderbare Terrarium hier, wieder zur Verfügung gestellt von Exoterra. Ja, du willst gerade schon die Größe sagen. Ach so, nee, warte, 90 mal. 90 mal 45 mal 60 in der Höhe. Also doch schon ein ordentliches Paket insgesamt. Das wird das neue Leopardgecko-Terrarium. Und Leopardgecko ist auch schon ein Stichwort, denn damit wir die Leopardgecko hier reinsetzen können, müssen wir erstmal aufmachen. Dafür haben wir hier unser wunderbares Unboxing-Messer. Der Julian, der kann man von der anderen Seite beginnen. Selbst gebastelt. Selbst geschmiedet das Ganze. Übrigens für die, die jetzt gerade das Video im Nachhinein schauen, wir sind auch noch gerade live und übertragen das Ganze auf unserem Kanal. Und um dann nichts mehr zu verpassen, aktiviert gerne die Glocke. Vorher abonnieren, dann die Glocke aktivieren und dann geht's weiter. So. Also ich bin echt mal gespannt. Wir haben ja schon mal ein ähnliches Terrarium ausgepackt. Auch mit den ähnlichen, sogar mit den gleichen Maßen eigentlich. Ja, passt. Also das Tropenterrarium war ja 90 in der Höhe, dann aber 45 und 45 von der Grundfläche her. Also das ist noch mal ein Stück größer. Das ist aber jetzt kein hohes Terrarium, sondern halt eher ein breiteres Terrarium. So, passt dann. Okay. Jetzt. Oh, man sieht's schon. Oh, oh, oh. Das ist wirklich groß. Shit. Zum Glück haben wir auch einen Unterschrank, der das ermöglicht, dass wir dieses Terrarium da draufstellen können. Weil wir haben aktuell ein Terrarium, was halt viel zu klein ist. Das ist 70 mal 40 mal 40. Nicht 85? 85 mal? Nee, 80 mal 80 mal 40 mal 40. 80 mal 40 mal 40, okay. Und das bedeutet einfach, dass das hier nochmal eine Ecke größer ist. Und was es dann mit dem auf sich hat, was es hier einfach besonders macht, diese Exoterra-Terrarien, das werden wir euch dann im Laufe des Videos erklären. Zu der Einrichtung und zu dem Eingewöhnen der Tiere wird es dann aber auch noch eine neue Serie geben, und zwar nennt die sich Big Gecko Desert. Hier mal ein kurzer Einblick. So, Freunde, es ist vollbracht. Die Seiten klappen schon runter und da haben wir es. Das große Exoterra-Terrarium mit, wie das bei den meisten Exoterrarien ist, einer Rückwand inklusive. Ihr seht, es ist noch in Folien verpackt und da geht es jetzt als nächsten Schritt daran, diese zu entfernen. So, hier steht jetzt das Terrarium in seiner vollen Pracht, ohne die ganzen Folien. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, was wir hier oben drauf finden, denn hier steht sehr, sehr viel drauf. Und man sieht gleich, dass es hier die Nummer 1 in der Kategorie der Naturalterrarien ist. Und wir haben hier auch wieder das spezielle Lüftungssystem von Exoterra mit integriert. Aber jetzt haben wir schon die Scheiben hier vorne freigelegt von dem Klebeband und das heißt, wir können sie auch mal öffnen. Was ist das Coole an den Exoterra-Terrarien? Das Coole daran ist, dass die Scheiben keine Schiebetüren sind. Bei den Schiebetüren hat man immer das Problem, dass die halt in solche Schiebeleisten sich hin und her schieben lassen. Da kann es sein, dass dann in den Schiebeleisten dort kleine Sandkörner oder irgendwas anderes sich da drin verfängt, dass es dann die Scheiben immer zersetzt bzw. zerreißt und das quietscht dann ganz schön in den Ohren. Das ist nicht so schön, auch nicht für die Tiere, wenn man dann halt die Scheibe öffnet. Da quietscht es alles und das ist ja einfach nicht so schön. Außerdem kann es halt passieren bei den Schiebeleisten, dass man dort Tiere mit der Kralle einquetscht. Wenn man halt die eine Tür öffnet, dann ist ja doch die andere dabei, dass halt dann irgendwie man nicht aufpasst und dann ja, die eine Kralle zum Beispiel ab ist. Das passiert hier nicht. Denn wenn man hier das mal aufmacht, hier hat man immer noch unten so ein kleines Schloss mit dabei, sodass halt auch nicht irgendwie das Tier von innen herauskommen kann, was ja bei den Schiebetüren auch sein kann. Wir haben nochmal ein Schloss drüber gemacht. Wir haben nochmal ein Video über ein Schloss gemacht, das ihr ganz einfach aus dem Draht selber bauen könnt. Weil solche Schiebetüren, da verhindert ihr das auch. Aber so standardmäßig, wenn ihr da nichts habt, dann kann es halt passieren, zum Beispiel bei Schlangen, dass sie sich dann vorne an die Scheibe dranlegen und dann halt so das, die Schiebetür halt aufschieben. Das passiert hier halt nicht, weil, wie gesagt, hier unten ist ein kleines Schloss dran, das muss man nach unten klappen und dann kann man halt die komplette Front öffnen. Man kann auch bloß die Hälfte der Front öffnen, sodass man halt hier zum Beispiel bloß füttern kann und hier bleibt dann halt noch die Wärme erhalten, was sehr, sehr cool ist. Außerdem, im Vergleich zu den Schiebetüren, kommt man halt wirklich in das ganze Terrarium
rein und hat nicht irgendwelche Schiebetüren dann im Weg, wenn man die nicht irgendwie rausmacht. Genau. So, jetzt kommen wir aber auch schon zu der Rückverkleidung des Terrariums, denn hierfür befindet sich auch nochmal eine Packung hier. Genau. So. Also, hier sieht man nochmal ein Einrichtungsbeispiel, wie man ja, das Terrarium halt einrichten kann und vielleicht auch so ein bisschen sich daran orientieren kann. Man muss das ja nicht genauso machen, ist ja eben nur ein Beispiel. Wir haben hier auch wieder das spezielle Lüftungssystem von Exoterra verbaut. Das heißt, hier unten kann die Luft reinströmen und dann hier oben wieder rausströmen. Das sorgt einfach für einen guten natürlichen Luftstrom in dem ganzen Terrarium. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig in der Terraristik, dass man halt so einen konstanten Luftaustausch hat. Und das ermöglicht halt dieses patentierte System. Und wir können jetzt mal hier das Gitter oben rausholen. Das ist nämlich eine Alugase. Das heißt, hier kann ich auch nicht irgendwelche Tiere sich durchbeißen. Und man kann halt dann auch hier dementsprechend wirklich von oben alles perfekt einrichten. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch die Rückwand, was dann für uns wichtig ist, weil wir die Rückwand halt selber gestalten, ist es von Vorteil, wenn man dann das ganze Terrarium einmal oben aufmachen kann. Weil es dann halt einfach easy ist, dort die Rückwand zu befestigen an der Rückwand halt. Allein das Konzept von den ganzen, das ist sehr darauf ausgelegt, dass du dort sehr einfach überall hinkommst. Genau, was ja auch wichtig ist in der Terroristik, dass man halt nicht, wenn man sich ein Futtertier oder eine Terroristiktier irgendwo verfangen hat, dass man da halt schnell irgendwo rankommt oder dass man das auch umgestalten kann, je nachdem, wie man lustig ist. Ja, und durchdacht ist auch schon ein gutes Thema, denn wir haben nicht nur diese schnöde Rückwand, die einfach in einer, wie ich finde, super geile Steinoptik kommt, sondern bei der Rückwand haben die Kollegen sich auch noch was sehr, sehr Gutes ausgedacht. Und dafür drehen wir die einfach mal rum. So, wir haben jetzt mal das ganze Terrarium umgedreht und jetzt kommen wir hier auch schon direkt auf die Rückwand gucken. Und wir sehen hier, wir haben hier solche kleinen Aussparungen. Diese sind einfach für Kabelkanäle, denn wir haben hier oben noch bei diesem Gitter solche Kabelkanäle. Das heißt, wir können hier einfach so viele Steckplätze, wie wir Kabel halt haben, dann frei machen und dann halt die Kabel nach unten verlegen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Matten, Heizmatten da drin haben oder Heizkabel, können wir die einfach hier unten durchlegen. Wir haben halt nicht das Problem, dass es irgendwie in der Rückwand oder hinter der Rückwand, dass dann halt die Rückwand so ein bisschen absteht, weil dann halt so ein Kabel hin ist. Nein, hier ist schon wirklich die Aussparung drin. Das ist auf jeden Fall extrem cool. Ein weiterer positiver Punkt bei den Exoterra-Terrarien ist, dass man hier sehr, sehr viel Bodengrund reinfüllen kann. Man hat also hier sehr, sehr viel Platz, um es einfach seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Das ist auch noch ein sehr guter Punkt. Außerdem kann man dann halt wirklich durch diesen hohen Bodengrund das Grabverhalten der Tiere optimal nachstellen. Das war es jetzt aber auch mit diesem Unboxing. Weiter geht's dann in der neuen Serie Big Gecko Desert. Da werden wir das ganze Terrarium dann im cinematischen Style einrichten und für die Leopard-Geckos ein neues Zuhause schaffen. Wenn euch das ganze Unboxing gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch über neue Videos benachrichtigt werdet. Außerdem, wenn ihr jetzt noch da seid, schreibt mal in die Kommentare Hashtag ExoterraTerrarien. Weil das wirklich ein Wort ist, was uns immer die Zunge gebrochen hat. Deswegen schreibt es richtig in die Kommentare und dann wissen wir, okay, ihr seid noch da. Und jetzt geht's ab in die Endcard. Ciao.